Ereignisse überschlagen sich, nicht erst seit der Ermordung von George Floyd in Minneapolis, genau heute vor einem Monat. Überall in den USA protestieren Millionen von Menschen gegen das System des Rassismus. Angela Davis hat das neulich als größte Revolte genannt, die sie je erlebt hat. Und sie hat ja nun schon einiges erlebt seit den 60er Jahren und auch mitorganisiert. Ich erinnere auch an die großen Demonstrationen nach dem rassistischen Massenmord in Hanau im Mitte Februar. Wir trauern noch immer um Ferhat, Mercedes, Sedat, Gökhan, Hamza, Willi, Said und Fatih und Kaloyan. Seitdem fanden zahllose Solidaritätsaktionen unter dem Hashtag Migrantifa hier statt. Und auch diese Dynamik kam nicht von ungefähr, sondern bekam ihre Kraft aus den großen Refugee-Selbstorganisierungen und Selbstverteidigungen, wie sie vor allem in den riesigen Welcome United-Paraden der letzten zwei Jahre sichtbar geworden sind. Und nun Black Lives Matter, eine weltweite Rebellion gegen polizeilichen und institutionellen Rassismus. Wir haben diese Veranstaltung im Handgemenge der letzten zwei Wochen konzipiert und geplant. Vor wenigen Tagen erst fand die Randale in Stuttgart statt, mit Jugendlichen, die die Schnauze voll hatten, die ganze Zeit drangsaliert und schikaniert zu werden. Die Bild-Zeitung fantasierte sofort den Ausnahmezustand, die AfD hetzt nun gegen die Migrantifa. Und der Bundesinnenminister hat sich nicht entblödet, eine Taz-Kolumnistin anzuzeigen, weil sie mit Wut und Empörung eine Polemik gegen die deutsche Polizei geschrieben hat, in Anlehnung an die Forderungen in den USA, dass die dortige Polizeibehörde aufgelöst werden müsse, weil sie eben nicht reformierbar sei. Und es zeigt eigentlich diese Reaktion, dass die Nerven blank liegen auf der Seite des institutionengewordenen strukturellen Rassismus. Und dass heute die Anzeige zurückgezogen wurde, finde ich, ist noch ein Zeichen dafür, dass sie noch nervöser sind. Also irgendwie, ist hier gerade viel Dynamik. Es geht um Polizeigewalt und institutionellen Rassismus. Die große Forderung der urbanen schwarzen Bevölkerung in den USA lautet Defund the Police. Das heißt, die Mittel und Ressourcen, die Gelder streichen für die Polizei und sie in die Communities geben, weil man weiß, dass nicht die Polizei, sondern die Ressourcen, die Stadtteile und das Leben, die Gesellschaft sicherer machen. Als in den Aufständen der ersten Stunde in Minneapolis die dortige Polizeiwache niedergebrannt wurde, gab es dafür 51-prozentige Zustimmung der amerikanischen Gesamtbevölkerung mit dem Argument, da die Polizei nicht reformierbar sei, muss sie eben verschwinden. Sachbeschädigung als letztes Mittel für eine nicht reformierbare Institution. Hierzulande ist der Glaube an die staatlichen Institutionen übermächtig, wie man an der geringen Empörung über rassistische Polizeigewalt unschwer erkennen kann. Erinnern möchte ich an dieser Stelle an die widerlichen Gewaltdrohmails, die die Nebenklageanwältin Seda Bajayildiz im NSU-Verfahren bekommen hat gegen sich und ihr kleines Kind, losgeschickt von einer Polizeiwache in Frankfurt, unterschrieben mit NSU 2.0. Dafür hat sich hier kaum jemand interessiert, ebenso wenig wie über die standardmäßigen Racial Profiling-Kontrollen im öffentlichen Raum gegen alle, die anscheinend nicht deutsch genug aussehen. Vor allem aber sei an die vielen Todesfälle auch hierzulande in Polizeigewahrsam erinnert, die nicht aufgeklärt und über die kaum berichtet wird. Die Initiative Uri Jallo, die auch heute Abend hier bei uns zu Gast ist, hat 15 Jahre lang mit Fachgutachten gezeigt, mit mehreren Gutachten, dass der aus Sierra Leone geflüchtete Uri Jallo mit Fremdeinwirkungen gestorben ist, dass es also um Mord geht. Aber es ist eben nichts passiert. Alle juristischen und politischen Versuche, die Verantwortlichen dingfest zu machen oder irgendwelche Arten von Konsequenzen zu ziehen, sind systematisch abgewehrt worden. Es hat sich nichts getan. Also scheint auch hierzulande wahr, dass der Apparat nicht reformierbar ist. Aber wie groß wäre die Zustimmung hierzulande, wenn jetzt die Polizeiwache in Dessau niedergebrannt werden würde, wo nicht nur Uri Jallo ermordet wurde? Wie viel zählt das Leben eines Schwarzen, einer Jüdin, eines Obdachlosen, einer Romnia, einer Türkin, eines Flüchtlings im Gegensatz zu dem Glauben an die Institutionen? Nur 24 Stunden nach der Randale in Stuttgart warnte der Verfassungsschutz vor neuen Linksextremismus, während er während der 10-jährigen Mordserie des NSU mit Sprengfallen, Nagelbomben und Hinrichtungen gegen Migrantinnen keinen Terrorismus erkennen mochte. Das nehmen die Menschen nicht mehr hin. Nicht in den USA, nicht in Paris, nicht in London, nicht in Berlin und auch nicht in Stuttgart. Eine neue Generation stellt die Systemfrage, wie es die Journalistin Caroline Wiedemann jetzt erst am Wochenende formuliert hat. Und wo das System in Frage gestellt wird, muss man darüber reden,
was das System ist, das in Frage gestellt wird. Geht es überhaupt um die Polizei oder ist sie nur ein kleiner Teil dessen, was wir strukturellen Rassismus nennen? Ist die Polizei in den USA, die seit der Abschaffung der Sklaverei vor über 150 Jahren die Funktion hat, die rassistische Ordnung aufrechtzuerhalten und die dafür militarisiert einen regelrechten Krieg gegen die schwarze Bevölkerung führt, vergleichbar mit dem deutschen System der Polizei, die hier in der Tradition der antikommunistischen Aufstandsbekämpfung und seit neuestem vor allen Dingen in der Funktion der Abwehr illegaler Migration zuständig ist. Wo gibt es Übertragung von internationalen Kämpfen und wo müssen wir auf Unterschiede achten und diese produktiv machen? Und wir müssen heute Abend über Strategie sprechen. Wie wurde historisch in anderen Bewegungszyklen gekämpft? Was können wir daraus lernen? Und vor allem aber, wie können wir die Bewegungen zusammenbringen? Wie können wir es schaffen, uns nicht spalten zu lassen, also davor gegeneinander ausgespielt zu werden, weil das ist das Geschäft des Rassismus jeden Tag. Black Lives Matter in den USA macht es vor, wie es gehen kann. Und auch hier suchen die Bewegungen von Chemnitz, von Halle, von Neukölln, von Hanau, trotz aller Unterschiedlichkeit nach einer gemeinsamen Stärke. Diese und noch viel mehr Fragen werden jetzt Tahir Della und Bafta Sabo in zwei Panels, jetzt kommt auch noch eine Panelistin, sehr gut, jetzt sind wir vollständig, mit ihren Gästen besprechen. Sie werden gleich selber ihre Gäste vorstellen in aller Ausführlichkeit, aber ich möchte mich trotzdem schon mal ganz herzlich bedanken für die wirklich auch kurzfristigen Zusagen auf die kurzfristigen Anfragen bei Naima, bei Mihir Sharma, Muktaba, Celine Berry und Chima Ogwoke. Und besonderen Dank auch an Sabrina Slipchenko, Überlebende des antisemitischen Anschlags auf die Synagoge in Halle an Yom Kippur letztes Jahr, die von der pluralistischen jüdischen Gemeinde ist, die heute auch auf dem Panel hier sprechen wird. Vielleicht ein Applaus erstmal für die Gäste. Ja, danke Massimo. Dann darf ich meine Gäste, Mihir, Mokta und Celine mal aufs Podium bitten, bitte. Ja, nur von mir schönen Abend zusammen. Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid, dass vor allem ihr da seid. Und dann steigen wir auch schon mal ein. Mihir, du arbeitest als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bayreuth aktuell, beschäftigst dich schon ziemlich lange mit Black Lives Matter in den USA. Kannst du da einen Blick drauf werfen? Meine Frage wäre jetzt tatsächlich, wir haben eine Protestbewegung gehabt in den USA, die nicht neu ist, Black Lives Matter, die jetzt allerdings weltweit unter diesem Label auftritt. Strukturen scheinen sich zu verändern. Möglicherweise hat dieser Protest dazu geführt, dass zumindest erstmal ein problematischer Blick drauf geworfen wird auf die Strukturen in den USA. Wie ordnest du das ein aktuell? Also auch vor allem im Vergleich, dadurch, dass im Black Lives Matter eben auch schon vor einigen Jahren aktiv in den USA wurde aufgrund der polizeilichen rassistischen Morde. Hallo. Ja. Ja, also man spricht von der zweiten Welle sozusagen, aber ich glaube, es ist wichtig auch zu erwähnen, was ist in diesen Jahren passiert, also seit 2014, man hat von Ferguson gehört, man hat von Baltimore gehört und so weiter, und in diesen Jahren ist sehr viele Arbeit, du musst das Mikro ein bisschen näher ran. Ah, Entschuldigung. Hört man mich jetzt? Yeah. Genau, in all diesen Jahren ist sehr viel Arbeit passiert in der Bewegung, womit auch dann jetzt diese Aufstände aufrechterhalten werden können. Sozusagen in Bail-Fonds investiert, also sozusagen Menschen aus den Gefängnissen holen, rausholen, nicht nur sozusagen während dem Proteste stattfinden, sondern auch alltäglich sozusagen. Also irgendwie, weil es ja zum Beispiel in St. Louis, die eine Stadt ist mit 49% schwarze Menschen, mehr als 90% der Menschen in Gefängnissen sind schwarz und die meisten sind da, bevor sie überhaupt die Chance haben, sozusagen vor Gericht zu kommen. Das heißt, sie sind da, weil es Cash Bail gibt, sozusagen man muss für seine Freiheit zahlen, bevor man verurteilt wird. Und diese alltägliche Arbeit wurde sozusagen innerhalb des Aufstandes auch sozusagen eingerichtet, weil man herausgefunden hat, dass es nicht nur so während den Protesten dieses Bedürfnis gibt, Menschen rauszuholen aus dem Gefängnis, sondern dass es sozusagen eine Struktur ist, die sozusagen
alltäglich genauso wirkt und so zugespitzt wird, während dem Proteste stattfinden. Also all diese Arbeit, die es schon seit 2014 gemacht wurde, kommt sozusagen langsam, aber auch, muss ich sagen, sehr langsam, weil auch der Staat, also wenn man von dem US-amerikanischen besonders Staat erhofft, dass sozusagen die Strukturen sich in den staatlichen Bereichen ändern, ich glaube, das ist vielleicht eine naive oder eine Hoffnung, wie es jetzt aussieht. Trotzdem, ich glaube, mit allen notwendigen Mitteln, wie man sagte in der schwarzen radikalen Tradition, heißt auch, dass man sozusagen auch möglichst viel mit dem Staat gearbeitet hat, weil es ziemlich viele Machtpositionen da gibt. Zum Beispiel in Ferguson seit den Aufständen gibt es drei schwarze progressive Menschen, die sozusagen dafür zuständig sind, um zu entscheiden, ob es sozusagen gegen Polizistinnen vorgegangen wird oder nicht. Also ob es sozusagen Prozesse stattfinden oder nicht, in welchen Fällen und so weiter. Einer von denen zum Beispiel, die ein sehr interessante Fallbeispiel ist, war am Anfang sozusagen nicht so progressiv, aber die Bewegung, die existiert und auf sie Druck ausgeübt hat, hat sozusagen sie radikaler gemacht. Und als sie dann radikaler gemacht wurde, dann hat sie zum Beispiel in diesen Protesten, die jetzt stattfinden in St. Louis, hat sie sozusagen alle Fälle, wie sagt man, dismissed, also sie hat irgendwie alle Menschen aus den Gefängnissen rausgelassen, die von den Polizisten während den Protesten verhaftet worden sind. Und gegen diese Person sind sämtliche Attacken aus allen Seiten jetzt. Also auch wenn sie Teil des Staates ist und jetzt sozusagen mit der Bewegung mitmacht, oder so wird sie auf jeden Fall betrachtet. Der letzte Punkt zum Beispiel, also warum wir staatliche Hoffnungen vielleicht nicht in der ersten Linie haben sollten, ist zum Beispiel die Gewerkschaftsstruktur ist sehr interessant. Also vor allem wurden schwarze Menschen aus allen Gewerkschaften ausgegrenzt. Und wenn es sozusagen die Möglichkeit gab in den USA, dass sozusagen schwarze Menschen mit einbezogen waren, in der Polizeigewerkschaft gibt es eine schwarze Gewerkschaftsteil und ein weißer Gewerkschaftsteil. Oder so nennen sie sich in informeller Sprache. In dem schwarzen Gewerkschaftsteil können alle mit dabei sein, aber in dem weißen ist es klar rechtsextrem. Der Chef hat auch sämtliche Bücher über seine Haltung geschrieben. Und es ist jetzt zum Beispiel, aber in den letzten 4 Wochen ist sehr viel passiert in Bewusstseinsarbeit, und ich würde nur betonen, dass es eine langsame Arbeit ist, im Sinne von, es ist nicht nur in den letzten 4 Wochen passiert, sondern Angela Davis hat zum Beispiel in 2003 das Buch geschrieben, Are Prisons Obsolete? Sind Gefängnisse, wie sagt man, unnützlich? Und jetzt sehen wir die Früchte, glaube ich, weil es diese langsame Arbeit der schwarzen Bewegung, besonders von diesen queeren Frauen geleiteter Bewegung, die vielleicht einige Früchte erntet. Genau. Der Slogan Defund Police oder Police abschaffen, ist das sozusagen jetzt eine Forderung, die zentral ist, oder setzt man eher sozusagen, dass dieser Protest, der auf den Straßen ausgetragen wird, dass jetzt auch in Strukturen reingeht? Also geht da die Hoffnung so weit, dass sie sagen, okay, das System, ist das überhaupt reformierbar so mit den Grundlagen, mit der Geschichte? Oder ist eher der Fokus darauf zu sagen, okay, eigentlich muss das System mindestens auf den Prüfstand gestellt werden, wenn nicht sogar zerschlagen werden? Ja, ich glaube, es ist eine sehr fundamentale Frage, und ich glaube, zwei Dinge jetzt. Erstmal, es findet, glaube ich, mehr und mehr statt in diesem Verständnis von Abolitionism, so Abschaffung. Abolitionism ist sozusagen in ihrer Genealogie, in ihrer Geschichte mit sozusagen dem ehemaligen Abolitionism verbunden, sozusagen also Abschaffung von der Sklaverei. Also was, aber es ist nicht nur sozusagen Abschaffung von der Sklaverei, sondern einer Emanzipationsbewegung. Das heißt, diese Bewegung, die mit der Abschaffung der Sklaverei angefangen hat, ist noch nicht sozusagen vollendet. Weil es sozusagen danach die Jim Crow-Gesetze kamen, danach dieses Ära der Masseninhaftierung und so weiter. Und ich glaube, in dem Sinne ist Abolitionism sowas wie Kommunismus, im Sinne von, es ist eine Emanzipationsvision für eine
strukturelle andere Welt, die sozusagen wie ein Horizont verstanden werden kann, wo es nicht darum geht, ob jetzt die Polizei definanziert wird. Weil das klingt ja gut für Sozialdemokraten, wenn man so, ja, schön wäre es so, das Geld, was hier reinfließt, dort, aber ja, das System, wie Massimo das gesagt hat, das System basiert sich darauf, bestimmte Dinge zu extrahieren aus bestimmten Menschen, nämlich rassifizierten, armen, wie du auch genannt hast, obdachlosen Menschen. Es ist auch ähnlich in den USA. Und in dem System geht es, also um diese Abschaffung ist vielleicht ein anderer Ansatz, ähnlich zu Kommunismus oder was hier Decolonize genannt wird, auch von dem Bündnis, was ihr leitet. Genau, und der zweite Punkt wäre zu deiner Frage zu Reformismus und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, auch von Seite der Bewegung zu betrachten, dass man fragt nicht nach, so nur die Polizei abzuschaffen, weil die Polizei ist ja mit allen anderen Systemen verbunden. Ich meine, in Ferguson war die Polizei dafür zuständig, die Menschen, die ärmsten Menschen, besonders schwarze Menschen, sozusagen für kleine Dinge, zum Beispiel, du hast dein Auto ist kaputt und du hast nicht repariert, dafür ins Gefängnis zu stecken. Da kommt man mit 500 Euro verdient man, was dann in so privaten Unternehmen fließt. Also die Polizei war auch dafür zuständig. Also wenn man die Polizei abschafft, die soziale Arbeiterinnen können genauso gut diese Arbeit machen. Und die Privatisierung der ganzen öffentlichen Geschäfte ist auch zum Beispiel ein strukturelles Problem, was man nicht nur damit lösen kann. Genau. Okay, vielen Dank. Celine, schönen guten Abend. Hoffentlich bist du da außer Atem jetzt, wegen der Flucht hierher. Du arbeitest bei Each One in der Beratung für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Warst auch schon vorher beim Migrationsrat in dem gleichen mit dir unterwegs, wenn ich... Entschuldigung. Und hast viel Erfahrung, glaube ich, mit Behörden und Strukturen. Jetzt haben wir gehört, dass die Strukturen eigentlich, so wie sie momentan aufgestellt sind, eigentlich nicht geeignet sind, wirklich diesen Problemen zu entsprechen. Die Protestwellen, die jetzt weltweit in Gang sind, zeigen, dass sozusagen Menschen die Schnauze schlicht voll haben und nicht mehr sehr viel Hoffnung haben, dass die Strukturen sich verändern. Wie würdest du das einordnen vor dem neuen Gesetz, zum Beispiel, was in Berlin verabschiedet worden ist? Okay, danke. Ich denke, ja genau, also ich kann ja erstmal Each One vorstellen, das ist eine Beratungsstelle für schwarze Menschen in allen Fällen von Diskriminierung. Die Menschen kommen und erzählen ihre Geschichte und dann arbeiten wir den Fall auf und schauen, was gemacht werden kann. Wir haben im Mai 2018 angefangen und in diesem Jahr, also im Jahr 2019, hatten wir 140 Meldungen anti-schwarzen Rassismus und die Hälfte ungefähr waren institutionelle Diskriminierung. Zu institutioneller Diskriminierung gehört Diskriminierung in Schulen, das war die Hälfte davon, aber auch Behörden, Polizei, eben also diese ganzen Sachen, wo zum Beispiel Kinder in der Schule vor allem, also eigentlich durchweg von Lehrenden diskriminiert werden, von ihren Rechten auf faire Noten und so weiter abgehalten werden, gemobbt werden, kriminalisiert werden. Da sieht man auch, wie Kriminalisierung von Schwarzen schon auch ganz früh anfängt, eben im Schulalter schon. Dann haben wir eben ganz viele Behördendiskriminierung, dass schwarze Menschen oder People of Color allgemein eben nicht die Anträge, die Anfragen nicht richtig bearbeitet werden. Also, und das kommt noch dazu, zu den ganzen Beleidigungen, die so eher offen sind, aber diese ganzen kleinen Diskriminierungen, die man nicht so fassen kann, die finden eben statt. Und eben ein ganz großes Feld, zu dem aber vor allem Reach-Out arbeitet, mit denen wir zusammenarbeiten, ist Polizeidiskriminierung. Dazu gehört Racial Profiling, aber auch noch ganz viele andere Diskriminierungsarten. Also was nämlich zum Beispiel oft passiert, ist, dass Menschen, wenn sie in Konflikt, schwarze Menschen, wenn sie in Konflikt geraten mit irgendjemandem, dann irgendwie das schnell eskaliert. Ja? Also weil man dann irgendwie schnell ist so Rumgeschrei oder sie waren aggressiv oder weiß ich nicht was oder einfach wirklich, dass Leute halt zum Beispiel nicht mehr in ihre Wohnung kommen, ihnen der Schlüssel weggenommen wird oder sie irgendwo angehalten werden, nicht bedient werden oder so. Und dann eskaliert es und oft passiert es, dass die schwarze Person dann die Polizei ruft. Und die Polizei kommt herbei, wendet sich aber den Weißen zu.
ja, und hören gar nicht mehr, was wollte eigentlich die Person, die angerufen hat oder so. Und da ist nämlich eine ganz starke Ungleichbehandlung, die wirklich, also das passiert einfach regelmäßig. Und dann natürlich auch, dass Polizei herbeigerufen wird, dann in Konflikte, in Behörden. Das heißt, schwarze Menschen, wenn sie halt dann nicht zu ihren Rechten kommen und sich beschweren, dann werden sie gleich eben kriminalisiert und ganz stark gemaßregelt. So, und das sind so ein bisschen so die Prozesse, die passieren. Wir haben jetzt ein neues Gesetz, also das bedeutet einfach, dass institutionelle Diskriminierung ist wirklich ein sehr, sehr großes Feld und muss natürlich in einer Demokratie, in also einem Rechtsstaat geschützt werden auch. Also Deutschland hat ja auch EU-Richtlinien nachzukommen und es gibt eben auch die Richtlinien vor Diskriminierung zu schützen, Gesetze dahingehend zu erlassen. In dem Sinne wurde das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erlassen vor über 10 Jahren. Und das regelt aber nur den Bereich Arbeit und Dienstleistung. Und jetzt haben wir ein neues Gesetz, das ist diese Woche in Kraft getreten, am Montag in Kraft getreten, das heißt Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz. Und das schützt halt diesen institutionellen Bereich. Also was wir uns davon erhoffen können, das weiß ich noch nicht. Also meistens wehrt sich die Gesellschaft gegen solche Gesetze, also vor allem die Menschen, die viel, die starke Entscheidungsträger sind, die Unternehmen besitzen, führen und so weiter. Weil gegen die richten sich ja dann auch Diskriminierungsbeschwerden. Und jetzt haben wir, ja, also da hat sich ja jetzt, viele haben das bestimmt schon gehört, dass das Landesantidiskriminierungsgesetz ganz stark bekämpft wird von der Polizei und von konservativen PolitikerInnen. Genau, also es gibt einfach eine ganz starke Gegenwehr und das verdeckt auch so ein bisschen, dass nicht nur Rassismusbetroffene vom Gesetz profitieren, sondern auch Frauen, Queere, Trans, behinderte Menschen und so weiter. Und vor allem ist nicht ein Polizeigesetz, also ist nicht ein Gesetz wegen Diskriminierung der Polizei, sondern deckt wirklich diesen ganzen Bereich ab. Was wir jedenfalls aus der Geschichte gelernt haben, das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, dass da auch ganz viele Sorgen gab, dass jetzt alle klagen werden und dann kommen da die ganzen Leute und wollen wegen Diskriminierung klagen, was für eine Unverschämtheit. Da machen wir ja Tore auf, das ist ja, die Gerichte werden überlastet und so weiter. Aber was wir jetzt gesehen haben, ist einfach 10 Jahre danach, es gibt viel zu wenig Urteile im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Es ist ganz schwer, Fälle da überhaupt hinzubekommen, die verhandelt werden und dann auch noch jetzt dann auch eine Klage zu gewinnen. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr mager, was mit dem AGG erkämpft worden ist. Und Juristen sagen auch, also Recht muss sich fortbilden. Wenn ein Gesetz nicht benutzt wird, dann gibt es keine Urteile. Aber mit den Urteilen arbeiten ja die Rechtsanwälte und die Juristen und so weiter. Und das fehlt halt so ein bisschen beim AGG. Und also meine Sorge ist einfach, dass es mit dem LADG genauso sein wird. Also eine schwarze Frau hatte zum Beispiel gesagt, sie hatte wegen Diskriminierung im Arbeitsmarkt geklagt und sie meinte, also was ich hier gelernt habe, ist, dass ich in einem deutschen Gesetz nicht wegen Rassismus klagen kann. So, damit werde ich nicht gewinnen. So, und das ist einfach so, was man schon oft beobachtet hat. Dankeschön. Zwei Punkte nochmal. Es gibt ja im Rahmen dessen ist ja auch geplant, dass unabhängige Ombudsstellen geschaffen werden sollen. Das heißt, Menschen können dann hingehen und können sagen, so und so bin ich diskriminiert worden in der Behörde oder in anderen Strukturen. Ist das nicht notwendig, sozusagen unabhängige Strukturen zu schaffen, sozusagen anstatt nur auf so ein Gesetz zu setzen, in der Hoffnung, dass das System selber sozusagen dann aktiv wird? Ja, also es gibt unabhängige Beschwerdestellen, also zum Beispiel bin ich ja auch bei der Kampagne für die Opfer rassistischer Polizeigewalt und da setzen wir uns auch für unabhängige Beschwerdestellen ein, aber genau, aber die gibt es noch nicht, es gibt jetzt etwas in Planung, das heißt so ein bisschen so, ja, es gibt eine Ombudsstelle im LADG, das ist nochmal eine neue Stelle, also es wird bald ganz viele Stellen in der Verwaltung geben, an die man sich wenden kann. Wir müssen uns da alle einen Überblick verschaffen. Also das wird auch nochmal eine Arbeit. Aber es gibt jetzt auch den Plan für einen Polizei- oder Bürgerbeauftragten, der dann Polizeidiskriminierung und auch, aber Beschwerden auch von Polizisten aufnehmen soll und regeln soll und auch noch Schuldiskriminierung sich darum kümmern soll. Aber
das ist irgendwie jetzt nicht so ganz klar. Und vor allem, was ja ganz wichtig ist, dass sie unabhängig ist. Und die Frage ist so, wie schafft man das wirklich im Staat etwas aufzubauen, was so unabhängig ist, weisungsunabhängig ist, aber auch Eingriffsbefugnisse hat. So. Und dann muss man auch immer gucken, schauen, dass ja Menschen, die diskriminiert werden und die schlechte Erfahrungen mit Behörden machen und Polizisten, dass sie dann natürlich nicht zu einer deutschen Behörde gehen. Deshalb ist die Frage, wo ist das? Ist das im Bürgeramt? Dann weiß ich nicht, ob die Leute dahin wollen. Also da gibt es so die ganzen Probleme, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass Ermittlungen vor allem gegen die Polizei, weil die Polizei ja immer ermittelt, auch gegen sich selbst, und das macht sie meistens so, dass sie selber nicht zu Lasten kommt. So, und deshalb haben wir auch keine Aufklärung von den ganzen Fällen, wo Mukta vielleicht auch gleich noch was erzählen wird. Genau, also deshalb unabhängige Ermittlungen sind ganz wichtig bei Polizeigewalt. Den Gesetzen werden ja oft vorgeworfen, dass Rassismus nicht wirklich dezidiert definiert ist in diesen Gesetzen. Ne? Dass nicht wirklich klar ist, wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir von rassistischer Diskriminierung sprechen. Ist das bei dem neuen Gesetz besser oder anders? Also die haben das umbenannt. Also ich glaube, im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz heißt es ethnische Diskriminierung oder Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft. Ich weiß. Ja, und jetzt haben sie rassistische Diskriminierung und noch irgendwas, irgendwie rassistische Diskriminierung, ethnische Diskriminierung oder vermeintliche ethnische, also ich meine, die machen da immer irgendwelche Sachen und antworten auch auf Diskurse, ist ja okay, aber also ich meine, Hauptsache, es gibt da eine Definition, was da drunter fällt, ne? Das ist ja dann immer nochmal angehängt. Es gibt diese Diskussion um die Kategorien, Also ich denke, bei schwarzen Menschen ist es eigentlich immer ganz einfach, so zu argumentieren. Naja, zum Beispiel bei dem Kabinettsausschuss, der jetzt seinen Bericht vorgelegt hat, kommt zum Beispiel antischwarzer Rassismus oder schwarze Menschen überhaupt nicht vor, beispielsweise, ne? Als Menschen mit Rassismuserfahrung. Und das macht es sozusagen dann schwer zu sagen, okay, ich bin aus rassistischen Gründen als schwarze Person beispielsweise diskriminiert worden. Wie wird es dann sozusagen auch gefasst dann auch in so einer Regelung? Ne? Genau, deshalb ist Rassismus jetzt drin, eben weil es eben nicht nur Migration oder ethnische Herkunft oder so ist, sondern ganz klar Rassismus ist jetzt drin, ja. Könnt ihr ruhig am Gespräch beteiligen übrigens, ne, Jungs? Mokta. Also, du brauchst ein Mikro vielleicht noch. Ihr kämpft seit inzwischen fast 15 Jahren dafür, den Mord an Uri Jalla aufzuklären in Dessau. Sieht nicht so aus, dass das irgendwann mal wirklich zu Ende geht, das Ganze. Ihr habt jetzt verschiedene Prozesse durchlaufen. Du hast Erfahrung gemacht mit dem System, wie es mit Menschen umgeht, die Widerstand leisten und Gerechtigkeit einfordern. Lass uns mal einen Blick rückwerfen, wie das jetzt war. Ne? Also was ist jetzt sozusagen nach dem Mord an Uri Jalla passiert in eurem Bemühen, diesen Mord aufzuklären und vor allem hier nochmal einen Blick drauf werfen auf die Strukturen, die Institutionen, die eigentlich damit befasst sein sollten, diesen Mord aufzuklären, aber nicht willens sind offensichtlich dies zu tun. Herzlichen Dank nochmal für diese Einladung hier zu kommen, weil ich denke, das ist dieser Platz, Platz hier ist die einzige Plätze, wo wir wirklich uns so ganz deutlich äußern können. Ich rede jetzt von einem Freund von mir, der durch dieses System hier in Deutschland ermordet wurde. Uri Jalla war ein Flüchtling, der aus Afrika in Deutschland hier kam, bessere Leben zu finden. Er wurde dann durch zwei Polizeibeamten festgenommen, die haben ihn in eine Polizeizelle gebracht und dort Hände und Füße gefesselt und dort lebendig verbrannt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, ob der gelebt hat, als man ihn verbrannt hat, oder ob der schon tot war. Genau. Und natürlich, wie wir auch gehört haben, wir hatten mit dem institutionellen Rassismus richtig zu tun gehabt. Ne? Als Uri Jalla starb, normalerweise eine Staatsanwaltschaft seine Aufgabe ist, dieser Fall aufzuklären. Aber sofort haben sie darauf hingelegt, dass Uri Jalla selbst sich angesundet hat. Obwohl gab es keine Ermittlung damals. Wir baten der Staatsanwaltschaft, wir die Freunde von Uri Jalla, die schwarze Community in Dessau, dieser Leichname wieder zurückzubekommen. Mit aller Schwierigkeit hatten wir diese Leichname wieder zurück. Dann haben wir nach Frankfurt geschickt, auf unsere Kosten. Dort hat man rausgeklickt, dass sein Nasen kaputt war und sein Trommel alle kaputt war. Was nicht in der ersten Autopsie drin war. Was erklärt das? Dass die Stadt schon nicht nur in Dessau, sondern Magdeburg auch ihre Hand darauf gelegt haben. Da sind
Erste Kammer, Ordnungsamt, Staatsanwaltschaften, Richtern, die alles sich zusammengetan haben, auf ein Wort zusammengefasst haben: er hat sich selbst verbrannt. Und wir mussten aber, wir, die schwarze Community, kämpfen, 15 Jahre lang dieser Stadt zu beweisen, dass Uri Diallo nicht in der Lage war, sie selbst anzuzünden. Viele Leute sind hier, bestimmt, die haben das mitgekriegt oder die haben das unsere Pressekonferenz auch mitgekriegt. Wir haben unabhängige internationale Kommissionen hierher geholt in Deutschland, die uns vorgelegt haben, ohne Brandbeschleuniger, ohne Brandbeschleuniger, wie man Uri Diallo gefunden hat, hätte das nie sein können. Das heißt, man hat ihn zusammengeschlagen, getötet und danach, das alles zu vertuschen, hat man einen Brandbeschleuniger an ihn raufgelegt und verbrannt. Warum das aber? Weil zwei Personen vorher in dieser Zelle auch tot waren. Das sind Mario Bichtermann und Hans Jungenrose. Ich habe letzte Woche in Halle gesagt, der Bruder, der in Amerika ermordet wurde, George Floyd, für uns wird die Initiative, es ist nicht Überraschung. Es passiert auch hier in Deutschland genauso wie in den USA. Wir denken an Tonum Bobda in Hamburg, der ist auch genauso grausam ermordet worden. Maria Massar, Dominique Kumadio, Lai Konde, das sind über hunderten schwarzen Leute, die immer hier ermordet wurden. Wir riefen die ganze Zeit an, komm mit auf die Straße gehen. Deutschland ist ein verbrecherisches Land. Die mörden immer noch Leute wie wir. Die mörden immer noch Leute, die nicht so weiß Hautfarbe haben. Wenn Uri Diallo weißer gewesen wäre, hätte man ihn gar nicht mitgenommen, weil er nichts getan hat. Es lag nicht mal eine Strafanzeige wegen ihn oder Straftat vor ihm. Ja. Wir haben mit einem rassistischen System in Deutschland hier zu tun. Damals hatten man uns die Antidiskriminierung Opferberatung zu uns geschickt, via die Initiative in Gedanken an Uri Diallo. Die sollten uns betreuen, die sollten uns helfen, ein paar Sachen zusammenzutun. Aber die haben uns auch verbieten, das zu sagen, Uri Diallo das Mord war. Wir sollten nicht Mord sagen. Als wir versucht haben zu sagen, es war ein Mord, man hat uns zusammengeschlagen. Ich lag 4 Tage lang im Krankenhaus. Mein Laden, den ich damals besaß in Dessau, 2008 hat man mir die Lizenz abgezogen. Man kann sich nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland passieren konnte. Aber es war passiert. Dankeschön. Nun hast du erzählt, ihr habt Gutachten abgeliefert, ihr habt Untersuchungen abgeliefert, ihr habt Proteste durchgeführt, Strategie gefragt, auf was könnt ihr setzen? Das System offenkundig nicht, aber der Fall muss aufgeklärt werden. Was ist euer, gibt es einen Plan, gibt es eine Idee sozusagen, wie weiterzumachen ist? Wo aufklären in diesem System hier? Geht nicht. Wir haben mit Leuten zu tun, alle Richtern, alle Staatsanwaltschaften, alle die Leute, die sie ermittelt haben, sind alle weiße Leute. Haben wir das festgestellt? Es geht nicht. Die wollen das nicht aufklären. Obwohl das alles vorliegt. Uri Diallo hat keine Kohlenmonoxid in seinem Blut gehabt. Er hat keine Stresshormone in seiner Urin gehabt. Keine DNA auf dieser Feuerzeug, die er angeblich benutzt hat, selbst anzuzünden. Wir haben dieser Feuerzeug genommen, der er benutzt hat, angeblich, dass er sich selbst angezündet hat. Wir haben den in Auftrag gegeben. Wir haben das festgestellt, dieser Feuerzeug war nicht mal in dieser Zelle drin. Ansonsten hätten wir mindestens diese Spur von der Matratze oder die Zelle auf dieser Feuerzeug gesehen. Gibt nicht. Nach 12 Jahren, der Generalstaatsanwaltschaft Bietmann
stellt eine Gutachter vor, damit man dieser Fall, sagt er, wir wollen jetzt dieser Fall aufklären. Es sollte dieser Matratzen brennen innerhalb von 30 Minuten. Aber innerhalb von dieser 36 Minuten konnte dieser Matratzen nicht brennen. Tatsächlich kommt er in Öffentlichkeit und sagt, ah doch, es liegt eine Straftat vor. Uriallo ist ermordet worden. Die Staatsanwaltschaft in Dessau. Aber gibt er diese ganzen Sachen an die Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe. Und der nimmt diese ganzen Akten, sagt, es ist zu heiß für ihn, schickt er diese ganzen Akten in die Halle, damit man diesen Fall einfach einstellt. Das heißt, es kommt von oben. Ne? Und genauso Maria Massar, Dominik Kumajo, Christian Schwindek, die auch angeblich eine Messer benutzt hat als Polizeibeamten in dieser Arbeitsamt kam da. Die haben ihr 4 Kugeln gegeben, eine Frau. Die haben gesagt, dass diese Frau ein Messer hatte. Aber durch unsere Untersuchung via die Community haben wir das festgestellt, diese Frau hatte nicht mal ein Messer am Hand gehabt. Warum wohl? Aber überall in den Medien stand es genauso wie bei Uriallo, einer Drogendealer, die Frauen belästigt hat, hat sich selbst angezündet. Das war 2005. Wir saßen alle Nachrichtenjournal RTL um 12 Uhr. Da konnten wir das sehen. Wow. Das ist überall in den Medien gekommen. Drogendealer, Schwarze, die Frauen belästigt hat. Aber Belästigung mit sexueller Belästigung. Damit sind sie dann gut rausgekommen. Aber Gott sei Dank haben wir nicht aufgegeben. Haben wir immer noch gekämpft und dann tatsächlich das... haben wir das vorgelegt, deren Gesicht, dass ihr Verbrechen seid, dass ihr unsere Bruder ermordet hat. Ja, danke Mukhtar, dass du das nochmal mit uns teilst. Ich wollte das auch nochmal würdigen, weil also dieses selbst Ermittlungen anstellen, das war ja da sozusagen der Weg, für den ihr euch entschieden habt, weil man halt diesen ganzen Ärzte-Gutachten und so nicht trauen konnte. Und damals war ich auch irgendwie öfter da in diesem in Magdeburg und eben der ganze Prozess war total, also schwer mit anzusehen, also weil die einfach die ganze Zeit gelogen hatten und dann war die einzige Möglichkeit eben eigene Ermittlungen anstellen und dafür musste jemand gesucht werden international, dafür musste enorm viel Geld zusammengetrommelt werden und dann musste man halt mit diesem Gutachten, das dann das belegt hat, was wir eigentlich schon wussten, dann das nochmal in den Prozess reinbringen und sozusagen dann eigentlich die Wahrheit nochmal neu erzwingen. Und dann haben die das aber nochmal geschafft, so zu unterdrücken. Also es ist einfach so mega systematisch und da sieht man einfach mit wie viel, also da ist wirklich so viel Kraft und Macht reingegangen, das so zu unterdrücken. Und es ist ja auch mit der einzige Fall, der wirklich auch in den Medien ist, wo sogar die Medien sagen so, also sorry, plötzlich sind alle Videos weg, die Kronzeugin spricht nicht mehr, auf einmal taucht da ein Feuerzeug auf, was vorher gar nicht da war. Also es ist einfach so offensichtlich, dass gelogen wird. Sogar die deutschen Medien glauben das, aber trotzdem haben die das geschafft, weil es eine Staatsaffäre einfach ist, das so zu unterdrücken. Und es gibt halt so, wenn jemand stirbt in Gewahrsam, also das haben wir auch in dieser Kampagne, der ist in Custody, gibt es ja auch diese ganzen Fälle, die wir da zusammen suchen. Nee, das habe ich leider nicht. Aber wenn jemand stirbt, dann sind da die Hinterbliebenen und meistens gruppieren sich dann irgendwelche Leute, die irgendwie unterstützen, wie ihr dann in dem Fall, und die machen dann so diese ganze Arbeit, die Polizei halt nicht macht. So, und das ist wirklich, also das ist so, so viel Engagement und also ja, ich wollte nur noch mal das würdigen,
das sagt man jetzt so einfach, da haben wir dann so ein Gutachten organisiert, aber das ist einfach ein Berg. So. Und ihr hattet mega große Feinde. So, und ich weiß auch zum Beispiel, dass damals, du hast ein paar Sachen erzählt, die damals passiert sind, aber die Repression, also viele Leute, die einen festen Aufenthalt hier hatte damals, die mussten dann halt gehen, weil sie sich dafür eingesetzt haben. So. Also danke nochmal. Mukta, ich habe eigentlich eine allgemeine Frage an euch. Also man redet sozusagen von Selbstorganisation nicht, das war auch deine Frage. Also man redet sozusagen von Gegenmacht, weil ohne geht es nicht, weil der liberale Traum ist sozusagen, dass das System irgendwann so gut klappen wird. Und ich glaube, anhand von deiner Erfahrung des Kampfes ist es ja, und von vielen anderen Erfahrungen, die du auch erwähnt hast, es ist ja klar, dass das System sozusagen dafür geeignet ist, weiter so zu sich zu betreiben. Also wie könnte, und am Anfang haben wir mit Massimo geredet über diese Kämpfe, die zusammenkommen mit Migrantifa, mit sagen der autonomen Szene und so weiter. Also wie, was, in den sozusagen sogenannten Randalen in den USA ist auch klar geworden, wenn man sagen mit anderen Mitteln kämpft, dann bewegt sich was langsam ein bisschen. Also meine Frage ist so irgendwie, wie könnte eine Gegenmacht, eine Selbstorganisation, ein Bündnis hier aussehen? Und was sind eure sozusagen Wünsche und Erfahrungen in dem Bereich? Machst du Antworten? Du wurdest auch gefragt. Du kannst auch mal was sagen. Erzähl mal was von dir. Naja, ich mach's kurz. Also ich glaube auf jeden Fall, was sich zeigt oder was sich für mich herausfordert, ist, dass man nicht eins zu eins Dinge übertragen kann. Also wir können, glaube ich, also es ist gut, dass es so eine weltweite Protestbewegung gibt ist und diesen Label Black Lives Matter, und trotzdem müssen wir nochmal genau hingucken, was hier in Deutschland stattfindet an systemischen Ausgrenzungen und systemischen rassistischen Morden und etc. pp. Ne? Und ich glaube, dass sozusagen jetzt die Blaupause sein könnte, Formate wie jetzt NSU-Tribunalkomplex Aufenlosen beispielsweise, wo ganz viele Akteure zusammengekommen sind aus ihren verschiedenen Spektren, mit ihren verschiedenen Kämpfen und abgebildet haben, was findet überhaupt statt aktuell. Ne? Also wo sind die, wo stehen wir aktuell, was erwarten wir, was fordern wir? Und auch nochmal zu gucken, dass eben auch jetzt hier in diesen Protesten auch jetzt ganz viele Perspektiven ausgeschlossen waren. Ne? Also wir sprechen jetzt von Black Lives Matter, das ist natürlich enorm wichtig, weil das ja ein Thema ist, was meistens eben nicht besprochen wird, anti-schwarzer Rassismus. Aber wir haben hier Gruppen, Sinti und Roma beispielsweise, die mindestens genauso unter dieser rassistischen Polizeiterror zu leiden haben und weniger Gehör finden, weniger sozusagen auch Lobby haben in der Gesellschaft. Und da ist es eben wichtig, glaube ich, erstmal zu gucken, wer spricht eigentlich aktuell tatsächlich und wer wird gehört. Und das so zusammenzuführen, das sichtbar zu machen, und deswegen finde ich auch den Kampf bei euch, dass er sich immer mehr ausweitet, ne? Dass es nicht bloß um Uri Jallo geht. Der steht sozusagen für ein System, oder dass ne, Mensch sozusagen durch ein System ermordet worden ist und eben kein Einzelfall ist, ne? Dass es sozusagen sich einreiht und auch immer wieder sich wiederholt. Und das zu sehen, das im Blick zu behalten, glaube ich, ist der wichtigste Punkt, glaube ich, auch hier. Ne? Ja, also Stichwort Sichtbarkeit, also wer ist sichtbar und wer ist nicht sichtbar? Also ich denke, was ja oft passiert so in unserem Zeitalter, ist, dass wir immer so die organisierten Leute sehen, und ich meine, es gibt total große Verbände, ISD zum Beispiel, sehr, also bundesweit einfach eine schwarze Organisation, die bekannt ist und organisiert und so, aber es gibt halt eben ganz, ganz viele Menschen und Gruppen, und ja, wie soll man das nennen, so irgendwie, ja, Gruppen oder so, die eben halt einfach die ganze Zeit arbeiten und sich unterstützen und Community-Arbeit machen. Das sind zum Beispiel eben so kleine Kulturvereine zum Beispiel, oder was ich auch sehe in der Beratung, dass einfach so viel Support dann aus der Familie kommt, dass eben dann die Schwestern mit zur Schule gehen und dafür die Rechte kämpfen, und dann kommt noch eine Freundin mit aus der Schule, die das auch schon erlebt hat, und dann reden die da mit der Tante, die schon mal Lehrerin war oder so. Also das ist halt so, das ist so Alltagsorganisierung, das ist dann nicht das, was dann irgendwie so, ja, in den Nachrichten kommt oder so. Und deshalb finde ich das so wichtig, auch diese Beratungsarbeit zu machen, weil ich sehe einfach, dass also so viel passiert die ganze Zeit, was aber noch nicht so
eben am Bildschirm ist. Und das ist also, und das ist so ein bisschen die Energie oder so, die also schwarze Bewegung sowieso immer nach vorne bringt. So. Hallo alle. Wir haben eine Rap-Song gemacht auf 3 Sprachen, Französisch, Englisch und Deutsch. Das heißt Black Lives Matter. Und wir werden das jetzt für euch machen. Ich hoffe, ihr habt viel Energie. Ja, noch ein kurzes Wort von mir. Ich war die letzten Wochen übelst fertig aufgrund von verschiedensten Sachen, aber ich hatte auch wieder richtig viel Angst vorm Faschismus, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die Zustände in diesem Land einfach übelst eklig sind und jede Woche kommen neue Nachrichten raus über Bundeswehr, Polizei, Netzwerke, was weiß ich, die Faschos sind dabei, sich zu organisieren und die haben ziemlich Bock darauf, ihre Ideen weiterzutragen, deshalb schön, dass ihr alle hier seid, weil ich denke, wir müssen gucken, dass wir zusammenstehen und unsere Ideen verbreiten und da weiterhin dagegenhalten, weil ansonsten wird das noch ekliger in diesem Land werden, besser wird es von allein nie. Der Song hat mir ganz schön viel Energie wiedergegeben und wir versuchen das mal jetzt hier ein bisschen zu spreaden. Schön, dass ihr alle da seid. Naja, dann kann ich auch ein paar Wörter sagen zu unserem Song. Also die Refrain sagt, dass, so I can translate it a bit, fuck state racism and fuck the national police. Und quasi, dass ob wir schwarz sind, ob wir weiß sind, Araber, Asian, dass wir unsere Fist hoch haben sollen und alle zusammen kämpfen sollen gegen diese Staaten, gegen Rassismus und vor allem gegen Kapitalismus, weil ohne Rassismus gibt es keinen Kapitalismus. Genau, und dass wir, also dass ich sage auch, dass eine spontane Bewegung reicht eigentlich nicht. Das habe ich erfahren in Frankreich mit der Gelbe Weste-Bewegung, wo ganz spontan sind Millionen auf die Straße gegangen gegen eine Stadt. Und eigentlich ist Macron immer noch in der Macht, genau wie in Chile und andere Länder. Und dass wir uns wirklich organisieren müssen, weil die Kapitalisten da oben sind organisiert. Und wir müssen uns international organisieren in unsere eigene Organisation. Genau, und das versuchen wir mit diesem Song ein bisschen zu sagen. Hast du es geschafft? Okay, cool. So, when they say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours. We don't own anything. The social construct is broken. You broke the contract. Fuck your ass. You killed us in the streets. We give a fuck. As far as I'm concerned, they could burn this bitch to the ground. Fuck le raciste d'État, oui, nique la police nationale. Black lives matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme. On a le point levé, on sonne en blanc ou arabe. Pas de justice, pas de paix, nous c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale. Même combat contre le gouvernement, le capital, we can't breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier? Rangez vos bla 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 et ça fait bang bang bang. Dans les manifs quand ils tirent, oh les lacrymos qu'on inspire et ça fait aïe aïe aïe. La souffrance de nos darons à l'usine contre l'identité. Jeunes de quartier qui veulent juste vivre. Après des siècles d'esclavage, vous êtes bien enrichis. Grâce à l'esclavage moderne, vous continuez vos profits. Vos moyens d'oppression sont vite à la bonne système capitaliste. Vous voyez pas que vos violences seront sans sacrifice. S'il n'y a pas de frontières pour l'oppression, alors il n'y a pas de frontières pour la révolution. Vous méritez la destitution, pas les prises de décision. La révolte spontanée suffira pas, s'organisera par millions. Prenez-vous les vies que vous nous avez confisquées. Vous avez tout volé jusqu'à notre putain d'unité. Vos policiers réprimés tuent en toute impunité. Les quartiers gilets jaunes, les jeunesses du monde entier. Fuck le racisme d'État, oui, nique la police nationale. Black lives matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme. On a le point levé, on en blanc ou arabe. Pas de justice, pas de paix, on fait la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale. Même combat contre le gouvernement, le capital, we can't breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier? Rangez vos bla bla bla. Unsere Leute kommen zurück auf die Straßen. Zu viele Jahre habt ihr meine Schlechtern geschlagen. Kämpfe für bessere Tage, ich glaub die Message ist klar. Fick die Polizei und diesen rassistischen Staat. Faschos warten Untergrund auf Gesichtsattentat. Kreuzstraße, NSU, AfD im Bundestag. Polizisten machen in der Kölnjagd auf Shisha-Bars. Journalisten schreiben Märchen, reden von den Clans. Rassisten in Uniform, Urinar und das war Mord. Und wenn wir uns wehren, schicken sich die Hunde vor. Wo bekommst du Kokain, schlagen auf die Riemen ein. Keine Cops im Unterricht.
gemeinsam rein. Jeder Bulle bleibt ein Schwein. Sie sind nur die Jünger der Gewalt vom Vaterstaat. Gott auf den Asphalt, für uns wird es fast hart. Werde niemand schweigen, kämpfe für die Freiheit, da man ab. Wir schneiden zurück, jela jela Migranti. Fuck your ass, ist die Tau, in die Klappolis National. Black Lives, Mariano, Toko, Solana. On a le point levé, qu'on soit dans blanc ou arabe. Paris, justice, pas le pire, on fait la guerre, trop déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale. Même combat contre le gouvernement, le capital, we can breathe. C'est quoi que vous comprenez pas, aux dirigeants du monde entier, manger vos bla bla bla. Abuse of criminalization, racist deportations, profit accumulation and mass incarceration. Your system doesn't function without sexism and racism. Your violence won't be normalized if that's your expectation. Nothing to lose, bring your wealth to the ground. The anger and the pain is only turning into power. All you fucking leaders, go and hide inside your towers. Organizing, getting stronger by the hour. Cops only there to serve the rich and the wealthy. Jades are just another form of modern day slavery. Tried to push us down, but the world is awakening. Coming together to fight the mess you created. Nothing changed, so we're back out on the streets. Black lives matter, it's the time to succeed. George Floyd, rest in power, taste of freedom is sweet. No justice, no peace. Fuck the police. Fuck le racisme d'État, we need la police nationale. Black lives matter. Y'a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le point levé. Qu'on soit noir, blanc ou arabe. Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale, donc violence patriarcale. Même combat contre le gouvernement, le capital, we can breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier, mangez vos bla bla bla. Wirklich, ja? Zweimal. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir sind Intare und Sora und den Song heißt Black Lives Matter. Wir haben einen Clip gedreht und ja, ihr könnt das alle gerne anschauen auf YouTube. Und danke euch alle auf jeden Fall. Das war die erste Mal, dass ich vor so viele Leute gerappt habe. Ganz schön, dass es jetzt den flüssigen Übergang machen kann vom Panel davor. Da habt ihr schon so ein bisschen über radikale Perspektiven und so die Frage nach, okay, was gibt es jetzt eigentlich für Visionen gesprochen. Aus dem Rassismus geht ja immer auch der antirassistische Widerstand hervor. Und die Frage, die wir so ein bisschen diskutieren wollen, ist, wie kann man unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, wie kann man gemeinsame Kämpfe organisieren, die Gemeinsamkeiten betonen, ohne die Unterschiede, die es irgendwie gibt, zu verwischen. Und vor allem auch, wie kann über den Antirassismus oder wie kann über die Kämpfe auch konkret die Frage nach gesellschaftlicher Veränderung gestellt werden. Umso passender ist es, dass hier direkt im Anschluss an unsere Veranstaltung dieses Screening von I'm Not Your Negro von James Baldwin stattfindet, von dem ja auch die berühmte Aussage stammt oder die rhetorische Frage in Bezug auf die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung, wollen wir wirklich in ein brennendes Haus integriert werden? Also die Frage danach, okay, wollen wir wirklich nur Gleichstellung innerhalb der bestehenden Verhältnisse oder wollen wir nicht noch ein bisschen mehr? Genau, und das ist jetzt das, was wir im Idealfall gemeinsam erarbeiten. Also am Ende dieser Veranstaltung steht eine Blaupause für antirassistischen Widerstand. Genau, dann fangen wir am besten vielleicht mit Sabrina an. Du bist ja Nebenklägerin in dem Prozess zu dem Anschlag, zu dem antisemitischen Anschlag in Halle. Und da würde ich direkt dazu einsteigen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was da passiert ist und was so deine Perspektive auf diesen Anschlag ist und wieso du auch der Meinung bist, dass es sich sozusagen natürlich um einen antisemitischen Anschlag handelt, aber auch darüber hinaus. Hallo. Oh. ja, also ich bin Sabrina. Vielleicht, ob mein Deutsch verlässt mich, kannst du übersetzen. Ja, klar, ich war in Halle. Es war Yom Kippur. Es gab einen Anschlag von Stefan. ja, es war nicht nur ein antisemitischer Anschlag, sondern auch ein antifeministischer, weil eine Frau getötet werden. Und auch ein rassistischer Anschlag, weil ein Mann in ein Donnershop, also er hat zu einem Donnershop gegangen. Und
Ja, für uns das ist wichtig, for us it's important to know that it wasn't just an anti-Semitic attack, that in his ideology, he's obviously anti-Semitic, it's very clear, but in his reports, in the things that he says, in his manifesto, his worldview is white nationalist. And he killed a woman because she spoke back to him. Like, it was very, he killed her because she said something to him. And how dare she say something to him? This was his mentality. And when he couldn't get into the synagogue, he was shooting for skin color. This is his quote. So for us, it's clear that anti-Semitism has a particular history in Germany, and it's a difficult history. It's a tumultuous history, but there's also a history of racist violence, not only anti-Semitic violence in Germany. And yeah, for us, it's really important to know that it's not like a single isolated case. Okay, ich würde das kurz übersetzen. Sorry. Alles gut. Genau, also es ist wichtig, also es ist Ihnen wichtig zu betonen, dass es sich natürlich um einen antisemitischen Anschlag gehandelt hat, und Antisemitismus hat ja auch in Deutschland nochmal eine spezifische Geschichte. Aber es war eben auch zum Beispiel ein antifeministischer Anschlag. Also die Motivation hinter der Gewalt war ja eben auch, dass eine Frau ihm zum Beispiel widersprochen hat und dass er nicht akzeptieren konnte, dass sozusagen eine Frau Nein zu ihm sagt. Also dass da eine klar antisemitische Motivation dahinter, eine antifeministische Motivation dahinter steckt. Und auch, dass er, als er in die Synagoge rein ist, hat er sozusagen nach Hautfarbe geschossen. Also dass seine eigene Motivation auch, also dass er seine eigene Motivation auch sehr klar rassistisch formuliert hat. Und dass es sich da klar um so ein White Nationalist, also so, ich glaube, weißnationalistisch betrifft es nicht ganz, auch um einen faschistischen Anschlag irgendwie gehandelt hat, der diese verschiedenen Ebenen auch irgendwie kombiniert. Also das lässt sich in Bezug auf Halle nicht so richtig trennen. And one more thing, but we can go on, that the pattern of attacks, like also in Hanau after, these attacks build on themselves, right? So the reason that they film themselves is because they want other people to see how easy it is to build a weapon at home and how weak the state is, and how they have to take matters into their own hands because this Jewish world agency that's changing the world is also bringing leftists and feminists and migrants into Germany, and so they have to take matters into their own hands and change things. And so one feeds the other, right? One inspires the other. And in this way, they're directly connected. Yeah. Genau, also der Anschlag von Halle ist mit dem Anschlag in Hanau auch irgendwie verbunden. Also im Weltbild der Täter ist es irgendwie so ein riesiger Komplex, der Antisemitismus und der Rassismus und der Antifeminismus. Und also sie wollen sich ja auch irgendwie als Leute darstellen, die irgendwie selber tätig werden, die selber aktiv werden und die andere Menschen auch inspirieren wollen, auch ähnliche Anschläge zu verüben. Also die motivieren sich da irgendwie gegenseitig in ihrer Gewalt. Genau. Danke. Ja, dann würde ich eigentlich auch gleich schon zu Naima überleiten. Du bist ja aktiv bei Migrantifa und da geht es ja eben auch darum, irgendwie unterschiedliche Perspektiven miteinander zu verbinden in diesem Zusammenhang, eher antifaschistische und antirassistische. Und das hat sich ja auch irgendwie vor allem im Zusammenhang mit Hanau gegründet. Wie verbindet ihr da irgendwie diese unterschiedlichen Ebenen? Und vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, wie ihr so Polizeigewalt und Rechte, also so Gewalt von, die von rassistische Gewalt, die von Nazis irgendwie ausgeht, miteinander verbindet. Diskursiv. Okay. Also es gibt natürlich schon immer migrantischen Widerstand und antirassistische Kämpfe und antifaschistische Kämpfe von Migrantinnen, solange es Migrantinnen gibt. Migrantifa ist jetzt nichts Neues. Aber es war schon so, dass sich Post-Hanau so ein wenig institutionalisiertes und sehr loses Bündnis geschlossen hat in vielen Städten. Diese Idee von, wir sind wütend und traurig und wollen dieses Gefühl und diese Ohnmacht irgendwie so in Aktionen übersetzen. Und was wir auch immer wieder betonen, dass
das möglichst breit aufgestellt ist und die Idee ist, antifaschistische Politik von Migrantinnen für Migrantinnen zu machen. Und auch dieser Begriff ist natürlich irreführend, weil viele von uns haben keine Migrationsbiografie. Die wird immer nur wieder in uns reingelesen mit diesem, wo kommst du eigentlich her, wenn du halt nicht Laura heißt und blond bist. Und genau, also sowohl Afrodeutsche sind ja in dem Sinne keine Migrantinnen, sondern hier geboren und auch weiße Migrantinnen aus Österreich machen hier keine Rassismuserfahrung. Und nichtsdestotrotz benutzen wir sozusagen dieses Label und jeder kann dieses Label benutzen, um antifaschistische Politik für Migrantinnen zu machen. Genau, das mal dazu. Und dann kommen natürlich verschiedene Perspektiven einfach über die Konstellation, die sich da zusammenfindet. Also die Perspektive wird natürlich auch durch die Gruppe geprägt und die ist halt gemischt. Wir sind so ziemlich divers und es hat sich zum Beispiel auch nach dem 6.6. verändert. Da ist Migrantifa, wenn man das so sagen will, schwärzer geworden. Also viel mehr schwarze Menschen haben in Migrantifa reingefunden, weil über die Demo am 6.6. am Alex, die so eskaliert ist, sich dann auch Betroffenen-Support gegründet hat und im linken Block eben viele schwarze Personen organisiert sind. Genau, und das verändert sich, glaube ich, so durch die gemeinsame Analyse und das gemeinsame Zusammenarbeiten, dass wir sozusagen voneinander lernen. Und da sind natürlich viele verschiedene Leute mit verschiedenen Bildungshintergründen oder auch politischer Analyse. Und das wird dann halt so ausgehandelt miteinander. Es gibt halt so ein paar No-Gos, die wir für uns definiert haben, aber wir sind ja nicht hier, um irgendwie Manifeste zu schreiben oder linke Politik im klassischen Sinne zu machen, sondern es ist ja auch eine klare Abgrenzung von weißen linken Strukturen, die nicht wirklich zugänglich sind für Migrantinnen, wo Szenecodes oft eine Rolle spielen, wo, naja, Antifaschismus als Lifestyle halt auch so ein bisschen möglich ist, weil klar, es werden auch weiße Antifaschistinnen von Faschismus und dem Staat drangsaliert und getötet, Walter Lübcke, aber vom Ding her ist es möglich, dass du als weiße Person dein Shirt ausziehst, die Meinung änderst, dich umdrehst und du bist fein auf der anderen Seite von der Demo und es ist halt für gewisse Leute aufgrund ihres Körpers, der im Politikum ist, nicht möglich. Und was Polizei angeht und die Verstrickung von rechter, antisemitischer und rassistischer Gewalt, ist die Polizei halt nun mal, da geht es gar nicht so darum, gibt es irgendwie gute Bullen oder nicht, sondern Polizisten haben halt eine Funktion und die Funktion sind sozusagen Gesetze und einen Status quo aufrechterhalten und durchführen, der per se rassistisch und diskriminierend ist. Und dann hast du natürlich auch einfach noch Einzelpersonen und Strukturen innerhalb der Polizei, die angezogen werden von einem gewissen Kadergehorsam und von einer gewissen Mentalität und auch der Möglichkeit, einfach so Gewalt auszuüben und Hierarchien aufrechtzuerhalten. Also ob das jetzt Reichsbürger sind, die suspendiert werden bei der Bullerei oder die Sache in Frankfurt mit der Anwältin, die Drohbriefe erhalten hat oder dann halt auch wieder so der Umschlag zu so Innenministerien beispielsweise, wo jetzt in Hessen wieder Gelder, die eigentlich für die nach Hinterbliebenen von Hanau gedacht waren, für so eine Beratungsstelle, Response heißt die, die werden geblockt und dann mit so fadenscheinigen Erklärungen geblockt, warum das so, also dass das eigentlich eine Bürokratiesache angeblich wäre, obwohl es total klar ist, dass hier Opfer von rechter Gewalt ihre Stimme genommen wird und die Möglichkeit dagegen vorzugehen. Und das zeigt halt so ein bisschen diese Verzahnung von Sicherheitsbehörden und Rassismus oder rassistischer Gewalt, wie wir es hier vom NSU auch schon wissen, weil Aktivistinnen jahrzehntelang das für uns aufgearbeitet haben, wie hier der Verfassungsschutz V-Männer finanziert hat, die wiederum direkt in den NSU gelaufen sind. Oder wenn wir an die EU-Außengrenzen denken, wir denken an Frontex, wir denken hier an die BVG-Kontrolleure in unserer Stadt, die eigentlich der verlängerte Arm der Bullerei sind und die genauso rassistisch, sexistisch, klassistisch sind wie der Rest. Das Tragische daran ist halt so ein bisschen, dass wenn wir jetzt weggehen von so organisierten Nazi-Strukturen und wir uns zum Beispiel so ein privates Sicherheitsorgan anschauen wie die BVG, dann ist die Konstellation von BVG-Kontrollettis ja auch eher sozial schwach. Also es sind viele sozial schwache Menschen, es sind migrantisierte Menschen, es sind Menschen, die vom Jobcenter oft in diese Jobs reingesteckt werden und dann wird halt so ein bisschen nach oben gemeckert, aber nach unten weitergetreten. Und das ist, glaube ich, was wir für die Verzahnung unserer Kämpfe uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass man halt nach unten gucken und reichen und denken muss und weg muss von diesem nach oben pöbeln, nach unten treten. Das würde ich auch nochmal bekräftigen. Und ich glaube, dass es gerade bei Hanau ja auch
total sichtbar ist, wie eigentlich die Verbindungslinien von so einer staatlichen Gewalt, von Rassismus bei der Polizei und rechter Gewalt auch irgendwie stattfindet, wenn man sich mal anschaut, was Hanau eigentlich vorangegangen ist, nämlich die Clan-Debatte, ständige Razzien in Shisha-Bars, die hier stattfinden, Kriminalisierung migrantischer Geschäfte. Und damit wird sozusagen eigentlich ja von staatlicher Seite werden migrantische Orte wie zum Beispiel Shisha-Bars ja schon als gefährliche Orte, als Tatorte markiert und damit so ein bisschen auf dem Silbertablett präsentiert für Rechte, um sich darauf dann auch beziehen zu können mit ihrer Gewalt. Deswegen ist es gerade da wichtig zu schauen, dass man nicht entweder über das eine oder nur über das andere spricht, sondern also institutioneller Rassismus im Staat und rechte Gewalt, da gibt es einen Zusammenhang. Also das sind nicht zwei völlig voneinander getrennte Themen. Das ist ja auch die Perspektive, die auf der Black Lives Matter, die durch Black Lives Matter irgendwie thematisiert werden sollte, wenn hier auch eher der Fokus auf Polizeigewalt, auf rassistischer Polizeigewalt liegt. Chima, was würdest du sagen, vielleicht die Spezifik von so einem antischwarzen Rassismus, aber was sind auch irgendwie die Verbindungslinien zu anderen Rassismen und vor allem, was sind vielleicht so Unterschiede oder Gemeinsamkeiten bei Kämpfen oder wie könnte man da irgendwie noch so eine intersektionale Perspektive mit reinbringen? Ja, hallo. genau, also ich glaube, ich mache mal so einen kurzen Schlenker, um zu sagen, als wäre ich hier spreche, weil sonst, wir sind gerade schon so mitten in der Diskussion, aber mir ist das irgendwie wichtig. Wir wurden jetzt eingeladen als sogenannter linker Block. Das ist am 6.6. oder durch den 6.6. entstanden, als in Berlin die große Black Lives Matter-Demonstration stattgefunden hat. Und da gab es sozusagen viel Diskussion in der schwarzen Community, aber auch in Communities of Color, beziehungsweise alle gemeinsam waren so ein bisschen, was sind eigentlich die Forderungen? Also es war ja schon ein bisschen, es war irgendwie klar, dieser Protest wird riesig. Und die Frage so, okay, wenn es so einen Moment gibt, wo so viele Leute wirklich auch auf die Straße kommen, welche Forderungen bringen wir dann eigentlich auch damit rein? Und gerade weil das ja auch viel über Social Media kreiert wurde und wir davon ausgegangen sind, dass auch viele Leute dort demonstrieren kommen, die vorher vielleicht nicht politisiert sind und eigentlich, also sozusagen, sondern an spontanen Protest, spontaner Empörung auf die Straße kommen, gesagt, okay, uns ist es total wichtig, da bestimmte, aus unserer Meinung nach auch radikale Forderungen mit reinzubringen. Und zwar, das ist dann vielleicht so ein bisschen, wo ich jetzt antworten kann, zu sagen, der Kampf gegen Rassismus und gegen die rassistischen Strukturen des deutschen Staates sind halt ewig lang und ewig breit gefächert. Also da haben wir jetzt auch schon mitgekriegt in dieser Diskussion, es gibt unendlich viele Punkte, an denen wir kämpfen müssen. Und es gibt aber auch einfach schon unglaublich viele Bewegungen, Initiativen und Kämpfe, auf die wir uns beziehen können. Und außerdem reicht es uns halt nicht, oder auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir sind für schwarze Leben, sondern auch klar zu machen, wir sind für alle schwarzen Leben. Und da sozusagen diese intersektionale Perspektive reinzubringen, dass wir sagen, wir müssen uns gegen verschiedene Machtverhältnisse gleichzeitig positionieren, weil selbst wenn wir sagen, wir sind für schwarze Leben, dann müssen wir mit bedenken, dass auch schwarze Menschen sozusagen divers positioniert sind. Das heißt, es gibt schwarze Transmenschen, es gibt schwarze Disabled Menschen, also sozusagen und in allen Verquickungen, ja, ich kann es jetzt natürlich nicht aufzählen, was ich so, ich hoffe, ihr habt eine Idee, was ich meine, oder sonst googelt ihr Intersektionalität. Ich finde sozusagen diesen Ansatz der Intersektionalität total wichtig, und zwar für alle Bewegungen und für uns alle gemeinsam, weil das für uns heißt, auch tatsächlich immer auch die radikalsten Perspektiven und Thesen mitzuzentrieren. Das heißt, gerade in der Position, wo ich von vielen Machtverhältnissen gleichzeitig negativ betroffen bin, sind natürlich meine Forderungen, also die politisierten Forderungen, auch radikaler, weitreichender, fordern die größte gesellschaftliche Veränderung. Ich hoffe, also so, ja. Und das heißt, einerseits innerhalb der schwarzen Bewegung ist uns das wichtig, aber das ist uns für alle Bewegungen wichtig, für jede Bewegung relevant. Das wäre so der eine Drift. Und der andere war ja die Frage von gemeinsamen Kämpfen oder auch spezifischen Kämpfen. Und
Ich denke, ich vertrete da sehr stark die Position, dass auch bestimmt aufgrund meiner eigenen Biografie, dass es erstmal auch total wichtig ist, dass es verschiedene Strukturen gibt und verschiedene Arten, sich zu organisieren und auch verschiedene Communities. Das heißt, also auch als ich als schwarze Person habe nicht in der Schule gelernt, obwohl ich habe es doch in der Schule gelernt, wie Rassismus funktioniert, aber nicht so, wie man jetzt denkt, dass vermittelt wurde und erklärt wurde, oh, übrigens, ich mache jetzt rassistische Diskriminierung mit dir, sondern ich musste Rassentheorie im Biologieunterricht mir anhören und konnte dann im Nachhinein reflektieren, dass das wahrscheinlich Rassismus war oder eigentlich Rassismus par excellence. Das heißt, wir müssen auch erstmal verstehen lernen, welche Unterdrückung wir eigentlich erfahren. Und gerade, da lässt sich Intersektionalität wieder auch nicht ausblenden, wenn ich von verschiedenen Machtverhältnissen betroffen bin. Ich muss erstmal verstehen, was mir da passiert. Ja? Und deshalb finde ich auch Community-Organisierung entlang bestimmter, konkreterer Unterdrückungsformen, das wäre jetzt in meinem Fall oder in dem Fall eine Organisierung, eine schwarze Selbstorganisierung oder eine Organisierung von Menschen, die sich als afrikanische Diaspora verorten können, um da zu merken, wow, okay, das und das gehört alles da rein. Und ich denke, was relevant ist, und da kam ich auch wieder mit dem Biologieunterrichtsbeispiel drauf, ist, es gibt diese ganz spezifische Rassifizierung, die schwarze Menschen, also diese Konstruktion der Rasse und was die schwarze Rasse ist und was damit in unsere Körper eingeschrieben wird. Ich glaube, das ist relativ zentral auch für die spezifische Diskriminierung, die wir erfahren oder auf allen Ebenen. Und wow, ich rede vielleicht schon sehr lange, ich hätte noch einen Punkt. Ich finde in der Bündnisarbeit und der Zusammenarbeit super relevant, dass wir es schaffen zu sehen, wo wir quasi also die gleichen Erfahrungen machen oder vergleichbare Erfahrungen machen, das heißt, wo wir gegen die gleichen Strukturen ankämpfen und auf der anderen Seite oder beziehungsweise gleichzeitig schaffen, die spezifischen Forderungen auch nach außen zu tragen. Deshalb haben wir zum Beispiel in diesem linken Blog auch während dieses Blogs dann gesagt, okay, Black People to the Front, weil jetzt gerade wollen wir Schwarze leben und die Forderung gegen antischwarzen Rassismus zentrieren. Und dass dann alle sind, also alle müssen immer an diesem Kampf und an der Bewegung beteiligt sein und ich glaube, alle haben auch, wie wir es jetzt in der Verknüpfung mit antikapitalistischen Interessen, alle haben Interesse auch an einem Kampf gegen antischwarzen Rassismus, aber wir können sozusagen trotzdem in bestimmten Momenten bestimmte Forderungen zentrieren und ich finde ein super Beispiel dafür war für mich, ich glaube am 13.06. die Migrantifa-Demo, wo klar wurde, okay, hier sprechen erstmal verschiedene Stimmen zur Verquickung von Faschismus und antirassistischen Kämpfen und danach gehen wir aber alle zusammen zu dem Protest für das Mahnmal der Romnia und Sintesa. Und das sozusagen, ne, das heißt, wir, die gleiche Crowd hat sozusagen, wir stehen in einem antirassistischen Kampf und wir gehen hier, machen die Forderungen laut, dann gehen wir dort, machen die Forderungen laut, aber ohne eine Selbstorganisierung der Romnia in Berlin hätte es diesen Protest, diese Aufarbeitung, diese konkreten Forderungen gegen diesen Rassismus und diese rassistischen Anliegen nicht gegeben. Also ich habe diese Arbeit nicht gemacht, so, aber ich kann da hingehen, supporten und ich kann darauf aufmerksam machen, dass dieser Kampf Teil von auch meinem ist gegen das System. Ja, also ich würde das alles unterschreiben, was du sagst. Der 13.06. war jetzt ein stabiles Beispiel dafür, wie das klappen kann sozusagen. Ich weiß gar nicht so, was meine Überlegung gerade ist. Ich dachte einfach so, ja, so. Keine Ahnung, im Endeffekt machen wir ja alle so Identitätspolitik, ne? Also wir haben so spezifische Gruppen und für die setzen wir uns ein und wir haben da irgendwie bestimmte Forderungen. Und wie du gerade schon gesagt hast, es geht ja nicht um Gleichmachung, sondern es geht ja um die Vorstellung von einer anderen Gesellschaft, von einer anderen sozialen Ordnung, in der diese Hierarchien, mit denen wir so leben und der Gewalt, mit der wir leben, nicht mehr sind. Und da geht es ganz viel, glaube ich, um die Hinterfragung von Allgemeinplätzen und dem, was wir von als normal begreifen, dass es eben nicht normal ist, dass man da zum Beispiel so zusammenarbeitet. Also dass es nicht Standard ist, dass wir alle für Roma auf die Straße gehen, dass es nicht Standard ist, dass wir alle für Transmenschen auf die Straße gehen, weil es uns irgendwie an Bewusstsein mangelt und an einer gewissen Analyse auch, diese Sachen so zusammenzudenken. Mein Mitbewohner hat dann eine Anekdote mit mir geteilt, wo eine
der ersten spontanen BLM-Demos vor der US-Botschaft stattgefunden hat und dann, keine Ahnung, irgendeine Person hat einen Redebeitrag gemacht oder so und es ging irgendwie um Hanau. Und dann hat eine schwarze Person reingeschrien und war so, hä, warum geht das denn jetzt um Hanau? Es geht doch gerade so spezifisch um Black Lives Matter. Und das so nachvollziehen zu können, dass wir nicht alle von denselben Rassismen, aber, also ich sag immer, das ist dasselbe Ökosystem, Scheiße, Rassismus, aber jeder schwimmt so ein bisschen auch in seinem eigenen Sumpf, so wenn es um die Positionierung geht. Und dass der Rassismus, also dass der Mechanismus derselbe ist und dass wir gegen diese Mechanismen gemeinsam kämpfen, das sollte ja auch mit so Bewusstsein möglichst einsickern in so die Praxis, die wir haben in unseren Politiken. Dass wir möglichst breit aufgestellt sind und möglichst viele Kämpfe sozusagen mitdenken. Aber ich glaube, da müssen wir noch ganz viel so Bewusstseinsarbeit leisten, weil auch ich natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich habe blinde Flecken, so wie wir alle. Und ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, dass wir hatten es da vorhin kurz drüber und ich kann die Erfahrung auf jeden Fall teilen, dass ich das nicht so nachvollzogen habe, was eigentlich in Halle jetzt abgeht. Also was so das Aftermath von Halle eigentlich ist. Du bist ja Nebenklägerin und das ist ein blinder Fleck, weil meine Berührungspunkte mit jüdischem Leben zum Beispiel relativ gering sind und das für mich auch nicht mein zentraler Kampf ist, obwohl es natürlich auch mein Kampf ist. Yeah, thank you guys for your input. I was following diligently. Hello. I guess I'll speak a bit about the aftermath and think about how it relates to the conversation that we're having about how to fight together and not stay in our little islands. So the trial starts on the 21st of July. It's going to go for a few months. It's in Magdeburg, so you mentioned Magdeburg earlier and Halle. It's really important for me to know that there's history there, that it's connected to something larger and a movement that's currently happening. So thank you for that. And it's going to go for, yeah, it's going to go for months. All of the people there, and I guess I'll say this for the aftermath, that people are really motivated in the Jewish community to see this not as an isolated incident from a crazy man who's an anti-Semite who is radicalized on the internet, right? Like, that's such a minimizing, boring, like, uncontextualized take on the situation. And people are really, like, in the community, we're all going to the court saying, like, by the way, like, other people died at the same on the same day, right? So why is it so important to like always say that this was an anti-Semitic attack? It was, right? But it was also an anti-Semitic attack. On, like, on the same day, other people died, you know? I don't know if I should pause to... Yeah. Der Prozess, ja, jetzt habe ich schon die Hälfte vergessen. Vielleicht der Prozess geht am 21. Juli geht der Prozess los in Magdeburg. Und da ist es auch gut zu wissen, dass es in Magdeburg schon diese andere Geschichte gibt mit der Uri Jaloini und zu sehen, dass es sozusagen auch eine Geschichte in der Stadt von anderen Kämpfen gibt, auf die man sich dann auch beziehen kann und dass es in der jüdischen Community auch irgendwie wichtig ist, dass das nicht als so ein isolierter Vorfall von irgendeinem verrückten Typen, der sich da im Internet radikalisiert hat, wahrgenommen wird, sondern eben auch, also dass es wichtig ist, diesen Anschlag gesellschaftlich zu kontextualisieren. Ja, and also that... that if you put more police cars in front of the synagogue, the problem is not over, right? Like, if you now protect the Jewish community by having, like, 24-hour duty, the problem is not over, and we know that, right? And if Jewish people are protected in Germany, then the problem is not over, because the problem is, like, this deeply entrenched othering of anyone who's not white German. And the problem is bigger than just Jewish people were killed 70 years ago, 80 years ago, whatever it is now, and now all of a sudden it's happening again. I can pause. Also der, von vorhin noch, der Anschlag war nicht nur antisemitisch, sondern es sind an demselben Tag auch
eben andere Menschen gestorben. Und die Gewalt wird auch nicht enden, wenn man jetzt einfach 24/7 irgendwie so eine Polizeiüberwachung vor der Synagoge hat und das da irgendwie isoliert schützt, sondern, und es ist auch nicht so, dass es irgendwie vor 70 Jahren oder es gab irgendwie den Nationalsozialismus und jetzt gab es Halle und das sind so verschiedene Sachen, sondern da irgendwie eine Kontinuität zu sehen und auch zu sehen, dass die Motivation des Täters auch so eine Andersmachung ist von allen Menschen, die eben keine weißen Deutschen sind. Totally. And I read his report. He's not a great speaker, so it was kind of boring. But his like mentality, I was like, he so clearly thinks of everything other than white Germans as other and bad. And like he thinks of us in more solidarity than we think of us. It's like it's kind of inspiring. I'm like, oh, he's like, yeah, like and the Jews who are controlling the world and the feminists and the migrants and George Soros. And I'm like, yeah, okay, cool. So the problem is not over when you put police cars in front of the synagogue, because the problem is that the AfD is in power, and the shit that they're saying is straight up Nazi shit. You know what I mean? You do know what I mean. That's why we're all here. I don't want to like beat a dead horse, because everyone knows that. I hope everyone here knows that the AfD are Nazis. If not, you can Google it along with intersectionality. the problem is the mainstreamification of the perspective of othering others. Yeah, so in Hanau, it was the same. You have discussions with politicians about these clans. Weeks later, you have an attack, and it's connected, you know? So as long as the society others, and that's a normal thing, then the problem is not over, also for the for Jewish people. And I had something else to say, but I forgot. Maybe I'll remember. Maybe you guys have said while you genau, also für den Täter in Halle, der hat ja schon so irgendwie so einen größeren Zusammenhang gesehen zwischen irgendwie Juden und Feministinnen und Migranten und so weiter, und dass man vielleicht auch irgendwie diese faschistische Vermengung von unterschiedlichen Gruppen auch irgendwie als Ansatzpunkt dafür nehmen kann, tatsächlich auch gemeinsame Sache zu machen. Was war nochmal der zweite Teil? Ach so, ja, genau, das ist in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem zum Beispiel die AfD im Parlament ist und in der irgendwie diese Andersmachung von zum Beispiel MigrantInnen durch die Clan-Debatte und so weiter, in der das normalisiert ist, passieren natürlich auch solche Anschläge. Also das lässt sich nicht irgendwie als so ein isolierter Incident, als so ein isolierter Vorfall betrachten, der nicht im Zusammenhang irgendwie mit anderen gesellschaftlichen Strukturen, die total normalisiert sind, nämlich genau diese Andersmachung von bestimmten Gruppen, denken. Yeah, and just to close, I guess, on this part, also the Jews know this, right? So we're going into court with this perspective in mind that this was not, that this is part of a larger system at work, and that we are working within our community to be in greater solidarity with other struggles in Germany, so. Das. Jetzt noch kurz übersetzen. Genau, dass es in der jüdischen Community auch klar ist, dass das irgendwie im Zusammenhang steht mit, dass es in einem größeren systemischen Zusammenhang steht und dass sie jetzt auch gerade versuchen, irgendwie in der Community diese Arbeit zu machen, dass dieses Bewusstsein sich auch in eine praktische Solidarität umsetzt. Willst du was sagen, Chima? Immer, aber ich muss nicht. Okay, aber ich. Ich musste an zwei Sachen denken. Zum einen an diese Idee von Gerichtbarkeit, also das Thema Gerichte. Ne? Im NSU-Prozess in München hat man ja gesehen, dass das Gericht eigentlich blanker Hohn war, weil jede Möglichkeit, die NebenklägerInnen, Anwälte und so weiter versucht haben zu nutzen, um auf das rassistische Tatmotiv und die rassistische Gewalt hinzuweisen, ist es im Endeffekt, also die sind noch nicht mal bis Rass gekommen, dann war schon so der Block da, weil das gar keine Grundlage sozusagen war auf der Prozess geführt wurde. Und
wenn wir das verknüpfen mit dem LADG in Berlin und dem krassen Widerstand auch von so CDU-Fraktionschefs beispielsweise, die immer wieder anführen, dass wir hätten ja die Gerichte, an die man sich schon wenden könnte, und dann bräuchte es ja keine spezifische Gesetzgebung mehr, die halt völlig ausblendet, was für ein krasses Machtungleichgewicht da herrscht. Also dass eine Einzelperson einfach nicht diese 100.000 hat, um irgendwie einen monatelangen Gerichtsprozess durchzuziehen mit irgendwie Top-Anwältinnen. Und da fehlt es uns in Deutschland überhaupt erstmal an dieser Anerkennung. Also wir sind noch so, wenn wir so ein ABC irgendwie haben, wir sind noch nicht mal bei B angekommen, habe ich das Gefühl, so im Mainstream. Und in den USA spricht man über Defund the Police und Abolish the Police und hier, so sprichst du es einmal aus, so Leute kriegen Schnappatmung, die kommen auf ihr Leben nicht klar, weil es so normalisiert ist, weil die Idee von Polizei, Knast, Psychiatrien, EU-Außengrenzen, Frontex so normal für uns ist, dass wir in einem Staatenbündnis sind, das blutige Grenzen hat und wir das einfach uns nicht so richtig anders vorstellen können. Und da wären wir vielleicht wieder bei dem Radikalbegriff von vorhin, dass ich eigentlich finde, dass wir so radikal normalisieren müssten, dass wir uns halt fragen, was wir als radikal bezeichnen. Also es ist nicht radikal, Flugzeuge zu schicken, damit Leute nicht übers Mittelmeer müssen. Es ist nicht radikal, Wohnungslose in Hotels unterzubringen. Und wir machen das ja auch alle schon. Also wenn der Deutsche Spargel braucht, dann sind die Flugzeuge ja da. Und ich weiß nicht, ich musste auch so ein bisschen an die Übersetzungsarbeit denken, so nach dem 6.6., Stichwort Verzahnung, so Migrantifa hat GESA-Support geleistet für junge Menschen, die teilweise noch nicht so politisch sind und die zum ersten Mal auf die Straße sind und krasse Repressionen erfahren haben. Und irgendwie so die Leute in ihren Bedürfnissen abzuholen von so, ich habe jetzt Schiss oder ich habe jetzt eine Anzeige am Arsch und da muss ich mich jetzt irgendwie drum kümmern. Und es aber gleichzeitig, also mit dieser Politisierung nicht so, das so über Leute drüber zu tun, wie so eine Käseglocke, so hey, das ist jetzt übrigens so, so denkst du jetzt über die Welt, aber das, so diese Übersetzung, von der wir immer so reden, auch wenn es um die Kämpfe geht von den USA hierher, so zu leisten, dass sie hier in dem Kontext hier Sinn machen. So in Bremen wurde letzte Woche ein psychisch kranker Marokkaner erschossen und wo, wie ist er in der Zeitung als Messermann? Also da sind wir wieder bei Dönermorde, da sind wir wieder bei Clan-Kriminalität und da sind wir auch wieder dabei, dass die Polizei Berlin dieses Jahr eine Statistik, also einen Jahresreport rausgegeben hat zu sogenannter Clan-Kriminalität. Es letztes Jahr aber keine Erfassung gab von Polizistinnen, die sozusagen in Disziplinar- oder Strafverfahren mit extremistischer Gesinnung aufgefallen sind. Also das heißt, es gibt keine Statistik, aus der wir rauslesen könnten, welche Bullen eigentlich rechtsextrem sind oder solche Straftaten begehen. Und dann fragen wir uns halt, warum irgendwie die Anschlagsserie in Neukölln nicht aufgeklärt wird oder warum Leute vom LKA in Sachsen, die irgendwie dafür protestieren, dass endlich mal Aufklärung stattfindet, von Polizisten in Uniform vor dem LKA beleidigt werden. Also es ist, ich weiß nicht so richtig, was der Punkt ist, den ich versuche zu machen, als abgefuckt. Ich kann, glaube ich, deinen Punkt so ein bisschen aufgreifen. Also du hast ja gerade gesagt, radikal normalisieren. Das finde ich ganz gut. Ich muss da immer an Angela Davis denken, die auch immer Marx zitiert und sagt, okay, radikal sein heißt eigentlich nur, die Sache an der Wurzel zu fassen. Und du hast ja auch gerade schon über diese Übersetzungsarbeit gesprochen, wie wir radikale Forderungen aus den USA natürlich auch in einen gewissen deutschen Kontext übersetzen müssen. Also genauso wie Racial Profiling in Deutschland ganz andere Wurzeln und Ursachen hat als in den USA. Hier geht es eher um Migrationskontrolle. Das heißt, da legen wir natürlich auch den Finger drauf, wenn wir darüber sprechen. Müssen wir gucken, wie wir sozusagen auch diese ganzen radikalen Forderungen, die sich dort im Kontext von Black Lives Matter und auch innerhalb der antirassistischen Bewegung, also die radikalen Forderungen, die dort gestellt werden, wie man hier für den spezifischen Kontext hier eben solche Forderungen stellen könnte. Und da würde ich jetzt einfach mal so ins Podium reinfragen, also wie das genau aussehen könnte oder wie auch solche Forderungen aussehen könnten. Ich weiß nicht, ob ich exakt antworten kann. Ich versuch's mal. Ich finde ehrlich gesagt, gerade so eine Forderung wie die Abschaffung der Polizei als Institution finde ich eigentlich super. Würde ich gerne übertragen. Und
Also ich finde es total wichtig, auch bei den radikalen Forderungen, dass wir auch da uns die Gleichzeitigkeit bewusst machen. Also wir haben in dem kapitalistischen System nichts zu gewinnen. Wir wollen das kapitalistische System überwinden. Wir haben ja eigentlich an all diesen Strukturen in dem Scheißsystem, in dem wir leben, nichts zu gewinnen. Und dahin, also ich glaube, der Weg, der muss so eine gleichzeitig sein. Also wir müssen fordern, also so eine Institution wie die Polizei, dass das irgendwas mit Schutz zu tun haben wollte, außer ja, Schutz von Eigentum oder dem herrschenden System, ist glaube ich allen klar. Also dass wir auch sehr viel mehr zu aber gewinnen hätten. Darf ich reingrätschen? Ich glaube, das ist nicht allen klar. So, ich meinte hier. Okay, aber ja, so weißt du auch in irgendwelchen so, ja okay, dann hat sich das vielleicht erledigt, der Einwurf, aber so auch in migrantisierten und Antira-Kontexten ist das ja kein Konsens. Wenn es Konsens wäre, würden wir das ja breit in der Linken hier diskutieren, das machen wir ja nicht. Ich kann auch gern, sehr gern da, dann, okay, jetzt geht es in eine andere Richtung, kann ich auch. nee, weil, also wir als, also sozusagen, die Orga vom linken Block sind ein paar schwarze Aktivistinnen aus verschiedenen Kontexten. So, und wir haben ja auch, nachdem diese Demo da am 6.6. war, haben wir uns halt hingesetzt und eine Stellungnahme verfasst zu der rassistischen Polizeigewalt, die dort passiert ist. Und genau, haben viele Unterzeichnerinnen gefunden, worauf ich auch das Narrativ, das linke Block, wie ein Bündnis entstanden ist, drauf fußt. Aber was total nicht lustig war, aber auch erschreckend, weil du gerade linke Szene angesprochen hast, dass das so eine Überraschung war, auch gerade in der Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsausschuss und so. Niemand hätte erwartet, dass es so viele rassistisch motivierte Festnahmen nach so einer großen Demo gegen rassistische Polizeigewalt unter anderem gibt. Ja? Also diese Absurdität. Und dann haben wir die Stellungnahmen geschrieben, haben versucht, das an die Presse zu bringen, wie das immer so ist, wenn man da ein paar Genossinnen irgendwo hat, dann kommt da auch was Vernünftiges bei raus. Aber im Allgemeinfall ging es nur darum, wieder in der Presse Betroffene, also gerade schwarze junge Menschen, die da Polizeigewalt erfahren haben, in die Presse zu bringen und die sollen mal schön wieder ordentlich von ihrem Leid erzählen. Aber ein Interesse daran, das irgendwie strukturell einzubetten, gab es natürlich nicht. Beziehungsweise wenn, dann ist wieder die Frage, gibt es strukturellen Rassismus in Deutschland? Was, also so, es hält uns halt beschäftigt, ne? Also das finde ich immer so, dieses Beweisen, dass es Rassismus gibt, nachzuweisen, dass die Polizei rassistische Strukturen hat, dass es einfach ein Haufen Rassisten ist. All dies hält uns halt die ganze Zeit beschäftigt und hält uns halt vom Kampf ab, der eigentlich radikaler ist, der eigentlich auf eine Überwindung zielt. So. Und das wäre jetzt sozusagen so ein bisschen einerseits an die bestehenden linken Strukturen halt da auch, wie gesagt, im Kontext auf die Demo, das halt auch ernst zu nehmen so. Und also da hatte ich wirklich so das Gefühl so, wow, wie kann das für irgendjemand, der links organisiert ist, eine Überraschung sein, dass sowas passiert? Und dann auch wie, also so diesen Support herzustellen und so, und das wäre vielleicht auch eine klare Aufforderung für die nächste Zeit. Die Demonstrationen gehen hoffentlich weiter. Es gibt verschiedenste Demonstrationen, das haben wir jetzt heute Abend auch schon gehört, halt auch einen Blick einfach darauf zu wenden. Das heißt, wir haben diese radikale Forderung, dass wir diese Institutionen nicht wollen, dass wir, genau, aber da gibt es halt ganz viele Schritte von realem Support, Leute finanziell unterstützen, die diese absurden Prozesse jetzt führen müssen und sich mit diesen Strafanzeigen rumschlagen müssen und einfach auch eine Wachsamkeit bei Demonstrationen und ja genau, ich weiß nicht, wer die Podcast-Folge von Manypod gehört hat, da eine weiße Aktivistin aus den USA zitiert da sehr schön auch so eine Strategie, so zu sagen, okay, wenn wir zusammen auf die Straße gehen für Black Lives Matter und im Moment dann zum Beispiel die Forderung gegen anti-schwarzen Rassismus zentrieren, wie wäre es denn, wenn weiße Leute sich zwischen die Protestierenden sozusagen, die für ihre Forderungen kämpfen, stellen und die Polizei und einen Puffer bilden? Weil wir wissen, dass also die Festnahmen waren hauptsächlich rassistisch motiviert. Was wäre das denn da, wenn wirklich solidarische Menschen dazwischen gestanden hätten, um den Protest zu schützen oder auch den Weg zur U-Bahn danach zu schützen? Ich finde, da müssen wir uns aber auch die Frage stellen, so was für einen Prozess findet man irgendwie schützenswert? Protest, nicht Prozess. Was für einen Protest finden wir irgendwie schützenswert? Weil wir wissen ja auch, dass sich die Polizei relativ zurückgehalten hat im Rahmen der großen Demo am 6.6. und sich fast schon, also ich will nicht sagen solidarisch gezeigt hat, aber so relativ die Füße stillgehalten hat, könnte man sagen. Und danach kam es ja dann zu sogenannten Auseinandersetzungen zwischen migrantisierten Jugendlichen und der Polizei. Und
es ist halt sozusagen nur so lange ruhig geblieben, wie der Protest auch nicht außerhalb eines höflichen, respektablen Rahmens stattgefunden hat. Und die urbane Jugend, die dann sozusagen ihre Rassismuserfahrungen der letzten Jahrzehnte hier hinbringt, die dann aber nicht so die perfekten Lifestyle-Opfer sind, die man irgendwie schützen muss, die erfahren dann am härtesten Repression und auch am wenigsten Support. Und das sind halt sozusagen einfach die Leute hier aus der Stadt, die man so supporten müsste, was Migrantefair beispielsweise auch versucht hat. Und was ich, glaube ich, sagen möchte, ist, dass diese Diskursverschiebung, die immer stattfindet, dass wir uns die alle vor Augen führen müssen. Also, dass es nicht darum geht, wer hat sich am Alex wie verhalten, sondern worum geht es eigentlich? Dass wir wegkommen von dieser ganzen, boah, hier wurden irgendwie Flaschen geworfen, dieses Gelaber, sondern dass wir uns fragen, warum passiert denn das? Also, was sind die Gründe dafür? Was steckt denn da dahinter? Und dass das in den USA hier so rezipiert wird als ja, völlig legitimer Widerstand gegen einen rassistischen Status quo. Und sobald dann Jugendliche hier ihrer Wut Ausdruck verleihen, ist es linksextrem, es ist Zerstörungswut und man muss sich als so respektabler Linker fast schon so davon abgrenzen, anstatt zu verstehen, dass genau das die Baustelle ist, wo man hin müsste. Ja. Ich würde daran vielleicht auch noch mal kurz anschließen. Ich finde es tatsächlich interessant, dass in Deutschland in der Debatte, wenn man versucht, über Racial Profiling, also so rassistische Polizeikontrollen und auch einer Kriminalisierung von schwarzen Menschen zu sprechen, dass in Deutschland immer und gerade so in Berlin der Reflex ist, zu sagen, aber was ist denn mit dem Görlitzer Park? Da sind die Drogendealer ja alle schwarz. Und ich glaube, dass es total wichtig wäre, aus einer antirassistischen Perspektive sich davon nicht abzugrenzen, sondern sich damit sogar explizit zu solidarisieren und sich die Frage zu stellen, was sind Migrationsbedingungen, wie werden Menschen auch illegalisiert und in bestimmte illegalisierte Positionen gezwungen und wie wird darüber eigentlich auch versucht, sozusagen so eine Delegitimierung von Antirassismus auch zu erwirken, indem nämlich immer wieder auf diese, ich sage jetzt mal, nicht respektablen Bereiche verwiesen wird. Und willst du darauf nochmal antworten? Ja, schon, weil ich finde halt zum Beispiel, dass sowas wie eine Legalisierungskampagne eigentlich auch so Standard sein sollte in der Linken, genau. Weil Deutschland als so hegemoniales Land in der EU den Diskurs ja auch mitbestimmt. So, Deutschland hat einen krassen Einfluss in der EU und wir sind mitschuldig an dem, was an den Außengrenzen passiert. Und ich finde, dass wir als Antirassistinnen uns da auch ganz klar dazu positionieren müssen. Und sozusagen eine schwarze Person, die am Alex zusammengeschlagen wurde von den Bullen, die aber dann auch wieder irgendwie raus muss nach Lichtenberg, weil die Person da wohnt und dann am Girlie vorbeigeht und da auch wieder kriminalisiert wird, das ist ja derselbe Rassismus, der da greift. Und diese Person ist ja nicht nur am Alex davon betroffen oder am Girlie, ob sie jetzt migrantisiert ist, tickt oder nicht, das ist irrelevant. So, das ist einfach irrelevant. Aber da kommt halt wieder Diskursverschiebung. Dann geht es auf einmal wieder darum, hatte der Marokkaner in Bremen ein Messer? Hat die Person am Girlie getickt? Hat die Person irgendwie Aufenthalt? Und das sind so Stellvertreterdebatten, die wir führen. So, ist die Satire von Hengame irgendwie too much? So, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch um was ganz anderes. Und ich glaube, da ist es genau wichtig eigentlich, zu gucken, okay, wie schließt der Antirassismus eigentlich auch an ganz viele andere Kämpfe an und dass daraus dann eben auch zum Beispiel Forderungen nach Legalisierung hervorgeht, aber auch sozusagen aus der Illegalisierung von Menschen und wenn Racial Profiling irgendwie den Sinn hat, Menschen irgendwie festzustellen, die sich illegalisiert in Deutschland aufhalten, dann muss man natürlich die rassistische Polizeipraxis benennen, aber daraus geht eben auch die Frage nach zum Beispiel offenen Grenzen hervor und wir sind jetzt auch schon am Schluss von unserem Podium angekommen. Deswegen würde ich vielleicht auch mit diesem Tonus schließen, zu sagen, dass antirassistische Kämpfe immer auch irgendwie einen Zusammenhang zu anderen Kämpfen bedeuten, dass da immer auch Anschlusspunkte und Andockungspunkte zu ganz vielen anderen linken, widerständigen Kämpfen passieren und dass ich jetzt auch das Gefühl hatte, dass wir das alle schon auch irgendwo im Blick haben und ich denke, dass das genau der Punkt ist, wo antirassistische Politik und auch antirassistische Bündnisse weiter ansetzen sollten.